Investoren aus reichen Staaten pachteten in den vergangenen 10 Jahren 80 Millionen Hektar Land in Entwicklungsländern. Zum Beispiel zur Produktion von Biosprit. Die eben genannte Fläche entspricht einem Gebiet, das größer ist als die Landwirtschaftsflächen der Schweiz und ihrer Nachbarländer. Würde man auf derselben Fläche Reis anbauen, erhielte jeder Mensch ein Jahr lang täglich eine Tasse davon. Neokolonialismus nennen das die einen, Entwicklungshilfe die anderen. Auch eine Schweizer Firma hat sich riesige Ackerflächen gesichert, ausgerechnet in Sierra Leone, in einem der ärmsten Länder der Welt. Dort will sie künftig Zuckerrohr anbauen, um den europäischen Markt mit Bioethanol zu beliefern. Während die lokalen Bauern hungern. Mbalu Sesai und Fatmata Kamara sind traurig und wütend. Früher haben wir hier Cassava, Bohnen, Reis und Maniok angepflanzt, sagen sie dem Übersetzer des Schweizer Fernsehens. Jetzt haben wir das Land Adax geben müssen. Sie hätten nichts mehr zu tun, erzählen die Bäuerinnen. Aber am meisten fürchten sie sich davor, nichts mehr zu essen zu haben. Vor 2 Jahren hat die Genfer Firma Adax mitten in Sierra Leone 57.000 Hektar Land gepachtet. Das entspricht der Fläche von gut 60.000 Fußballfeldern. Die nächsten 50 Jahre kann die Firma mit dem Land machen, was sie will. Worauf es Adax abgesehen hat, ist Zuckerrohr. Zurzeit stehen erst vereinzelte Testfelder. Aber die Bagger sind aufgefahren. Ab 2013 wird hier im großen Stil Biosprit für den europäischen Markt produziert. Das in einem Land, in dem Hunderttausende Hunger leiden. Sierra Leone. Das Land ist seit 2002 mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Nach einem langen und äußerst brutalen Bürgerkrieg. Die Chinesen haben diese moderne Landstraße gebaut. Denn Sierra Leone hat etwas, was zahlungskräftige Investoren wie die Schweizer Firma Adax anzieht. Gutes, kultivierbares Ackerland. Miges Baumann und Ivan Meyer arbeiten für die Organisation Brot für alle, die Entwicklungshilfe der evangelischen Kirchen der Schweiz. Ihnen sind die Geschäfte der Schweizer Firma in einem der ärmsten Länder der Welt ein Dorn im Auge. Sie wollen sich vor Ort ein Bild machen. Die Dorfbewohner freuen sich über den ausländischen Besuch, obwohl ihnen Ausländer bisher nichts als Probleme gebracht haben. Vom Deal mit Adax haben diese Kleinbauern wenig. Knapp einen Franken Pachtzins pro Monat und Person bezahlt ihnen Adax. Wieso waren sie einverstanden, das Land wegzugeben? Wir haben das Land weggegeben wegen den Versprechungen von Adax. Eine Schule, ein Spital und vor allem Jobs. Aber Adax hat überhaupt nichts getan. Adax bestellt für jedes Dorf ein Reisfeld. Doch die letztjährige Ernte war schlecht. Den Dorfbewohnern fehlt es am nötigsten. Alle sind sich einig. Bevor Adax kam, gab es mehr Nahrungsmittel. In Sierra Leone will Adax nicht mit dem Schweizer Fernsehen sprechen. Adax richtet aus, ein solches Projekt brauche Geduld und verweist uns an den Hauptsitz. Adax Bioenergy, Genf. Geschäftsführer Nikolai Germann weiß nichts von verärgerten Kleinbauern. Es gibt natürlich oft viele Leute, die von der Firma etwas wünschen, dass etwas gemacht wird. Das sind ganz normale Ansprüche. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass sie irgendjemanden finden würden, der wieder zum Status quo ante zurückkommen will und der möchte, dass Adax geht. Ganz im Gegenteil. Gleichzeitig mit dem Kampf um das Land gibt es einen Kampf ums Wasser. 2 Quellen hat Adax zugeschüttet. Das hat Konsequenzen auf den Alltag dieser Menschen. Um an Wasser zu gelangen, muss diese Bäuerin jetzt 3 Kilometer gehen. Die Probleme könnten noch viel größer werden. Umsiedlungen drohen und die Verseuchung des Grundwassers durch Überdüngung.
Adax hat in den Landverträgen ganz klare Bestimmungen, dass sie absolutes Recht über alle Wasserressourcen haben. Sie dürfen Flüsse und Bäche umleiten, stauen, machen, was sie wollen und auch die Leute umsiedeln. Wir haben sehr darauf geachtet, dass unsere Felder und unsere Infrastruktur nicht zu Umsiedlungen führen. Ich glaube, das ist auch neu in einem solchen Projekt, dass eben solche Entwicklungskriterien von vornherein mit einbezogen wurden. Können Sie auch garantieren, dass es in 10 Jahren noch so ist? Wir hoffen, dass wir in 10 Jahren unsere Plantage entwickelt haben werden und dass Sie dann zurückkommen können und sich das Resultat anschauen können. Was in Sierra Leone passiert, ist eine weltweite Entwicklung. Reiche Investoren haben eine neue Anlageform entdeckt auf den Äckern armer Länder. Landgrabbing, Landraffen nennt sich dieser Trend. Die Geschäftsleute stammen aus Amerika, Europa, Indien, den reichen arabischen Ölstaaten und aus China. In den vergangenen Jahren haben ausländische Investoren nach Schätzungen schon über 80 Millionen Hektar übernommen. Dabei werden die Investoren von afrikanischen Politikern hofiert und mit Steuergeschenken gelockt. Der weltweite Agrarmarkt hat sich zu einem Milliardenmonopoly entwickelt. Die UNO nennt es eine neue Form von Kolonialismus. In den meisten Fällen, die ich gesehen habe, wird die Regierung nicht durch das Parlament kontrolliert und auch nicht durch starke zivile Organisationen überwacht. Es gibt überhaupt keine Transparenz. Niemand weiß, wie die Geschäfte ablaufen und wohin das Geld fließt. Es besteht kein Zweifel, dass bei vielen dieser Geschäfte Korruption im Spiel ist. Nicht nur die Renditeaussichten steigen, sondern auch die Zahl der Hungernden. Fast 1 Milliarde Menschen hungert. Jetzt nutzen ausländische Investoren deren Land für eigene Zwecke. Studien besagen, Landgrabbing werde sich negativ auf die Nahrungsmittelsicherheit auswirken. Um die Not zu lindern, müssten die Entwicklungsländer jährlich für mehrere Milliarden Franken Lebensmittel auf dem freien Weltmarkt einkaufen. Zurück zum Fall der Schweizer Firma Adax in Sierra Leone. Im betroffenen Gebiet leben gut 14.000 Menschen. Das Schweizer Fernsehen hat mehrere Dörfer besucht und mit vielen Kleinbauern gesprochen. Überall dasselbe Bild. Aufgebrachte Menschen, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Landgrabbing ist eine Zeitbombe. Die Auswirkungen begreift die Bevölkerung nur langsam. Die meisten hier sind Analphabeten und nicht gewohnt, mit internationalen Firmen zu verhandeln. Sie durchschauen das Gebaren dieser Firmen nicht. Langsam erkennen sie nun jedoch, was hier vor sich geht, und das wird extreme Konflikte provozieren. Das ist eine Zeitbombe, wirklich. Das ist eine Zeitbombe, wirklich. Ich glaube, das Konfliktpotenzial wäre viel größer, wenn überhaupt nichts geschieht. Und wenn keine Investitionen getätigt werden, wenn die Leute weiterhin in tiefster Armut leben und niemand etwas darum tut. 30 Jahre Entwicklungshilfe haben diesen Menschen nicht geholfen. Adax will Gewinne erzielen. Natürlich, wir sind eine Privatfirma und wir haben damit auch kein Problem, weil etwas Wirtschaftliches auch wirklich nachhaltig ist. Sonst sind wir in 3 Jahren wieder weg. 2000 Arbeiterinnen und Arbeiter will Adax dereinst beschäftigen. Über die Zahl der Angestellten macht die Firma widersprüchliche Angaben. 50 Festangestellte und 600 in Teilzeit sollen derzeit für die Schweizer Firma arbeiten. Sollten arbeiten. In diesem Dorf treffen wir auf 20 junge Männer und Frauen mit einem unterschriebenen Arbeitsvertrag über 50 Tage. Indes, sie haben weder Arbeit noch Einkommen. Und ihr Land haben sie abgetreten. Wir haben nichts zu tun. Wir sind enttäuscht von Adax. Hoffen Sie doch noch auf Arbeit? Wir haben keine Hoffnung mehr. Wir haben einen unterzeichneten Vertrag und können nicht arbeiten. Die Menschen sind ratlos. Ja.
Wir stellen nur Leute ein, die natürlich für uns arbeiten sollen. Und nur insofern werden auch Arbeitsverträge ausgestellt. Also ich kann das jetzt nicht nachvollziehen. Was ist denn da schiefgelaufen? Sie erzählen mir davon. Ich kann das jetzt nicht kommentieren. Ich glaube nicht, dass das den Tatsachen entsprechen kann. Ja, ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Wie gesagt, ich wüsste nicht, warum wir Arbeitsverträge unterzeichnen sollten für Leute, die dann nicht eingestellt werden. Das kann nicht sein. Später reicht Adax nach, es könne daran liegen, dass zurzeit nicht genügend Schutzkleider zur Verfügung stünden. Wie dem auch sei, die Palmen sind gefällt. In 2 Jahren soll hier die Fabrik stehen. Biosprit für europäische Autos verspricht satte Gewinne. Ob diese Kleinbauern oder ihre Nachkommen davon auch profitieren werden? Gerne würde man es glauben. Bis dahin bleibt für Adax viel zu tun. Hinter den Geschäften der Adax steht der Genfer Milliardär Jean-Claude Gondur. Gegenüber dem Schweizer Fernsehen verteidigt er das Engagement in Sierra Leone. Wir haben uns vollständig den Reglementen Europas und jenen der UNO unterstellt. Wir haben sogar die Afrikanische Entwicklungsbank angefragt, sich finanziell zu beteiligen, damit die Leute überzeugt sind, dass das, was wir tun, absoluten ethischen Richtlinien entspricht. Es teilen sich eben nicht alle die gleichen ethischen Richtlinien.